Hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Magier-Let's Play. Wir sind natürlich nach wie vor im Share gerade. Ich wollte zuerst Instanzen machen, aber ich glaube, in der nächsten Folge machen wir eventuell nochmal Instanzen. Zurzeit ist ja das Geburtstagsevent in WoW, das heißt, auch hier können wir wieder unser Jubiläumsgeschenk aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie lange hält das genau an. Das hält bis 30. Das heißt, bis 30. könnt ihr halt dieses Jubiläumsgeschenk, vor allem auf Twinks natürlich, kriegt ihr das überall. Hat der Time Badges drinnen und zusätzlich habt ihr natürlich diesen das Feiertagspaket, da kriegt ihr 14% mehr EP und Ruf. Also, wenn ihr gerade noch irgendwie Allied Races freischalten wollt oder ein Char leveln wollt, dann empfiehlt es sich gerade. Ich meine, Char leveln, wie auch schon im Schurken-Let's Play gesagt, die EP-Nerfs kommen ja erst mit 8.1. Aber ich meine, wenn man jetzt gerade noch leveln will, vor allem irgendwie auf 120 und Co., ist es natürlich sehr, sehr nice. Oder auch von 110 bis 120, wo man die 14% mehr kriegt, weil da gibt es auch nach dem 8.1er-Patch keine Nerfs. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie Chars auf 110 habt, nutzt auf jeden Fall das Feiertagspaket, dass ihr die noch irgendwie Max bringen könnt. Dann kriegt ihr nämlich noch mal ein bisschen mehr EP, könnt ihr noch Warmer dazu anmachen, den roten Sockel reinballern. Dann habt ihr 29% mehr Erfahrung, die ihr kriegt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wie immer, wenn ihr mir gerne Post schicken möchtet, könnt ihr jetzt halt gerne einen Char auf Rexar oder Leria stellen auf Seite der Horde. Und einen Schiami Dino schicken, sowie Azorg. Schau mal, bester Mann. Hey Schiami, ich hoffe, dir geht's super und du bist gut dabei mit BFA und deinen Chars. Ich wollte mal fragen, erstens, ob man, wenn man einen Char als einen der alten Völker spielt, man auch auf 110 noch eine Questreihe machen muss für die Traditionsrüstung. Oder ob man wie bei den Allied Races nur 110 erreichen muss ab 8.1. Und zweitens, ob es reicht, mit einem Char die Fraktion ehrfürchtig zu haben und sie mit einem Zwerg oder Blutelf dann eben die Questreihe macht, wenn der Char schon auf 120 ist. Also du meinst wegen den neuen Heritage Armors für Blutelfen und Zwerg. Gehen wir gleich drauf ein. Und Klempner Main, damn, Broxy oder was? Hey Jeremy, ich verfolge dich nun seit du... Broxy, schreib in die Kommentare, ich liebe dich. Ich verfolge dich nun seit du 4000 Abonnenten hast und finde deine Entwicklung auf YouTube sehr positiv. Oh, das ist aber nett gesagt. Mach auf jeden Fall weiter so. Ich wollte noch fragen, ob du vorhast, ein neues Intro zu machen, welches zum aktuellen Addon passt. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald oder Wald, würde ich mal sagen. Schwarzwald. Vielen Dank für die Briefe auf jeden Fall. Was war nochmal erste? Achso, wegen Heritage. Wegen der neuen Völkerrüstung. Wer das nicht weiß, es gibt ja. Warte, was muss ich machen? Achso, ich muss hier einen mit dem Banner. Grimnok Schlachthaufe getötet? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, egal. Für die neue Rüstung, das muss auf dem Char, musst du ehrfürchtig sein, mit dem du sie holen willst, um die zweite Frage wegzunehmen. Du musst, wenn du jetzt Blutelf hast, wenn der Max-Level ist, der muss 120 sein, der kann, oder war es 110 auch schon? Ich weiß gerade nicht, ob es 110 gab. Jedenfalls konnte man es nicht zu Need, oder? Nee, es war 120. Ich glaube, ich habe es mit 110er Zwerg getestet und der konnte es nicht machen. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Sagen wir einfach mal 120, das sehen wir dann im Live-Server. Man muss also, sagen wir, Max-Level sein und man muss die Fraktion auf dem Charakter ehrfürchtig haben. Also Eisenschmiede für die Zwerge und Silbermond für die Elfen. Aber das ist jetzt keine Fraktion, die irgendwie schwer ist oder so. Wollt ihr eine Quick Guide für die Fraktion? Wo ist mein Int-Buff hier nochmal? Hier. Wollt ihr eine Quick Guide für die Fraktion? Ihr kauft euch den jeweiligen Wappenrock. Sagen wir, ihr wollt Silbermond ehrfürchtig spielen. Dann geht ihr nach Silbermond, vor Silbermond raus, wenn ihr rausgeht, beim Flugmeister ist ein Händler, da könnt ihr einen Wappenrock kaufen, den Wappenrock zieht ihr an. Solltet ihr auf Seite der Allianz das Ganze machen wollen für die Zwerge, dann geht ihr nach Eisenschmiede, dort beim Flugmeister könnt ihr den Eisenschmieden-Wappenrock kaufen. Und mit dem Wappenrock im Inventar, beziehungsweise angelegt eigentlich, nicht im Inventar, könnt ihr euch dann aufmachen und die... Wow, jetzt gehe ich hier fast drauf. Und dann geht er nach Niedersturm. Das heißt, ihr fliegt hier in die Schermwelt, geht nach Niedersturm. Und hier oben, oder hier drüben irgendwo, findet ihr dann die Botanica oder Mechana. Die zwei Instanzen. Dann könnt ihr euch aussuchen, was euch lieber ist. Stellt einfach hier bei eurem Charakterporträt auf Normal. Und dann könnt ihr da immer und immer wieder durchrennen. Die ganze Zeit, da gibt es einen Run, gibt es so circa, ich weiß es gerade nicht. Ich habe es irgendwo notiert, weil ich schon eine Rufguide für machen wollte noch. Oder meine Rufguides wollte ich ja alle updaten. Deswegen habe ich das schon alles zusammengeschrieben. Aber... ja, ihr lauft am besten. Ich habe es mit Botanicum gemacht. Da kannst im Endeffekt läufst du vorne bei der Instanz rein, kannst alles durchklären, jeden Trashmob und kannst hinten wieder rauslaufen und bist dann direkt wieder am Eingang. Das heißt, du kannst die ganze Zeit einfach durchrennen, ohne dass du irgendwie Downtime oder sonst irgendwas hast. Es ist relativ viel Trash drinnen. Wenn man hat Bärentata oder irgendwelche Speed-Talente oder Speed-Arzerie-Trades oder was auch immer benutzt, dann ist man dann nochmal ein bisschen schneller. Aber im Endeffekt
dauert das wirklich nicht lange. Also das, wenn du es durchgehend farmst, wenn du einfach die ganze Zeit durchrennst, brauchst du vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen über eine Stunde. Wobei, eigentlich länger, weil du kannst so 10 Instanzen pro Stunde laufen. Danach musst du halt warten, aber die 10 Instanzen sind locker mehr als die Hälfte vom Hof. Das heißt, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das geht wirklich extrem fix. Also die Fraktionen, die sind überhaupt kein Problem hochzuspielen. Das sind die einfachsten Fraktionen, die es in-game gibt. Achso, ich kann neues Essen herstellen. Mana-Kuchen. War nicht mal eine Zeit lang bei Magie irgendwie das gleiche Essen? Ganz am Anfang war es Verschiedenes und dann irgendwann eine Zeit lang war es irgendwie nur das gleiche, kam mir vor. Ich glaube, jetzt hat man das erst wieder mit den Verschiedenen, oder täuscht mich das? Mir kam vor, ich war damals mal mega enttäuscht, dass das geändert war, wobei ich nicht weiß, was das halt für einen Sinn hatte, weil im Endeffekt ist es ja komplett egal, hauptsächlich ist direkt was. Gut, den können wir fix killen. Was, hatten wir noch eine Frage? Ach so, wegen dem Intro. Ja, das mit dem Intro ist so ein Ding. Ich würde gerne jemanden kennen, der mir ein richtig nices, gutes Intro machen kann. Ich bin da sehr, sehr wählerisch. Also, das sollte qualitativ schon sehr nice sein. Wenn es ein neues ist, sagen wir so. Ich meine, mein altes ist halt shit, aber das habe ich halt keine Ahnung wann gemacht. Wo ist der Gegner? Ohne Witz gerade. Ich werde hier verprügelt. Ach, der steht da. What the? Ja, genau. Wenn ich da eins haben möchte, dann würde es wirklich eins sein, das sehr, sehr gut gemacht ist. Oder würde ich gerne eins haben, das sehr, sehr gut gemacht ist. Und ich kenne halt einfach keinen. Oder beziehungsweise ich habe einen Kollegen, der eigentlich so Stuff macht, aber der ist halt ziemlich ausgebucht und ich will dem halt auch nicht auf die Eier gehen mit sowas. Deswegen texte ich da lieber nicht die ganze Zeit rein oder so. Ja, ansonsten, wenn jemand sowas kann und Bock hat oder jemand so Fanmade-Sachen machen will, könnt ihr gerne machen, können wir das einfach bei Twitter, bei Direktnachricht einfach schicken. Ansonsten, ich weiß auch nicht. Also ich hätte kein Problem damit, irgendwie für zu bezahlen, aber wenn jemand sowas gegen Bezahlung macht, dann muss er mir eine Rechnung ausstellen können, weil ich will das ja dann auch von meinem quasi Ding absetzen können. Das ist das nächste Problem, weil ich weiß, dass viele das einfach just for fun machen, vor allem viele junge Leute. Habe ich ja früher auch gemacht, so Designs. Ich meine, ich könnte mir auch jetzt selber ein Intro machen, aber ich habe halt nicht mal mehr Adobe After Effects und Co., dass ich halt meine Charaktere dort drinnen irgendwie cool ausleuchten könnte und das irgendwie cool animieren und, könnte und Co. Außerdem kostet es halt einfach so viel Zeit auch. Was muss ich hier machen? Also die Häuser verfluchen. Ja, ist außerdem auch ewig aus. Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Ich weiß nicht, wann habe ich das Intro gemacht? Das ist ja schon so lange aus, ey. Das war vor Legion, hatte ich das gemacht. Bevor Legion rauskam, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber egal. Ja, wenn so jemand was macht, dann muss halt eine Rechnung ausstellen können, wenn er halt Geld dafür haben will. Aber ansonsten kann ich da leider nicht mit dienen, dass ich da irgendwie bezahlen kann, wenn es halt nur so just for fun ist. Kann ich den? Instant Box. Dankeschön. Ich würde natürlich gerne ein neues Intro haben. Ich habe auch damals den einen angeschrieben, den, wie hieß der nochmal? Der diese Ingame, diese coolen Ingame-Cinematics macht. Ich weiß nicht mehr, Hurricane oder so? Der Typ, der auch den Naxxramas-Trailer und für Mr. GM und so weiter, den YouTube-Kanal hat er das Intro gemacht. Der hat wirklich ziemlich was auf dem Kasten. Aber der meldet sich leider nicht. Ich habe dem damals mal eine E-Mail geschrieben. Aber da hatte der wohl kein Interesse, glaube ich. Sonst hätte er sich schon gemeldet. Ja, gut. Hilft halt nicht. Irgendwann habe ich sicher ein neues Intro. Ist halt nur eine Frage der Zeit. Und wenn nicht, dann gibt es halt irgendwann kein Intro mehr. Wenn es jedem so auf die Eier geht, dann mache ich halt einfach gar kein Intro rein. Dann fange ich halt einfach direkt mit dem Video an oder so. Spielt ja im Endeffekt auch keine Rolle. Ich glaube, die meisten skippen das Intro sowieso. Ich muss auch sagen, ich meine, ich mag das irgendwie. Ich meine, ein kurzes Intro wäre besser fast. Wo eigentlich das Video schon. Eigentlich könnte ich einfach nur das Logo irgendwie kurz einblenden und dann fängt das Video schon an, wo man im Hintergrund eigentlich schon die Stimme hört. Also komplett ohne Intro und alles. Das wäre eigentlich fast schlauer, kommt mir vor. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwelche Serien schaue und sonst irgendwas, sagen wir jetzt Family Guy oder sonst irgendwas, dann skippe ich auch jedes Mal das Intro. Ich meine, es ist cool, wenn man sich irgendwie ein Brand quasi aufbaut, damit es einprägend ist für die Leute und das irgendwie im Gedächtnis bleibt. Aber mit der Zeit für die Leute, die halt aktiv schauen, triggert es halt irgendwann. Aber das ist halt bei jedem Ding so. Das kann es halt nicht umgehen.
Selbst wenn ich das andere machen würde, irgendwann kommt einer, ich fand das alte viel besser, oder? Das ist mega scheiße, oh, das geht mir mega auf die Eier. Irgendeiner ist immer dabei, den es überhaupt nicht gefällt. Kannst du sowieso nicht alle zufriedenstellen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich mit Phönixflammen spiele. Wann habe ich das umgestellt? Wegen der Instanz letztens, glaube ich, oder ne? Schon wieder alles verdrängt, Mann. In der Woche, wo ich krank war, hatte ich sowas von keinen Bock auf irgendwas. Kennt ihr das oder geht es dann nur mir so? Wenn ich krank bin, habe ich keine Lust auf irgendwas. Da triggert mich jede Kleinigkeit den ganzen Tag, ey. Da sitze ich die ganze Zeit rum und mache einfach gar nichts. Da ist sogar irgendwie eine Serie schauen oder einen Film schauen oder sonst irgendwas, ist schon zu anstrengend. Und was ich noch merke, ich habe zu viel Energie, weil ich jetzt, ich gehe halt nicht trainieren, ich will halt dann irgendwie mein komplettes Immunsystem schrotten gerade, jetzt bin ich halt schon die ganze Woche nicht trainieren gegangen und ich habe teilweise so viel Restenergie, dass normalerweise bin ich so, ich meine, wer mich kennt, wer mich schon lange schaut, mein Schlafrhythmus, ich bin eigentlich immer in der Nacht wach. Das heißt, ich stehe normalerweise so um, ich würde sagen, 14, 15 Uhr auf, meistens so 14.30 Uhr, wo ich von alleine wach werde. Und bin dann normalerweise so bis 6 Uhr morgens wach, 5 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, sowas um den Dreh, wo ich normalerweise pennen gehe. Und jetzt merke ich halt, weil ich nicht trainieren gehe und Co., jetzt bin ich dann teilweise bis 10 Uhr, 12 Uhr mittags oder sonst irgendwas wach, weil ich einfach so viel Energie habe, dass ich nicht weiß, wohin damit, weil ich esse halt natürlich gleich viel wie vorher. Will natürlich schauen, dass ich nicht irgendwie, währenddessen ich krank bin, zu viel irgendwie abbaue. Aber ist halt witzig. Ich weiß nicht, ob es dann wem von euch irgendwie auch so geht, dass ihr da irgendwie so ein Struggle mit euch selber habt dann. Ich weiß nicht, es triggert mich jedes Mal, wenn ich krank bin, Mann. Gibt nichts, was mich mehr aufregt. Vor allem, weil ich dann einfach keine Lust habe und ich kann auch keine Videos oder sonst irgendwas produzieren. Ich kann 10.000 Skripte schreiben für Videos, die ich irgendwann in Jahren geplant habe. Aber das bringt mich halt auch nicht weiter. Ihr müsstet mal sehen, was ich für einen Ordner habe mit Video-Ideen und Skript-Ideen und verfassten Dingern, was ich halt irgendwie, oder teilweise auch gemachte Videos, die ich einfach nie released habe, weil ich irgendwie nicht zufrieden war, weil mir das nicht gefällt oder das Thema dann wieder schon irgendwie aufgelöst wurde oder sonst irgendwas war. Das Problem ist, ich bin jetzt so der Fan davon. Ich weiß, dass man, das ist so der YouTube-to-go-Weg, dass man quasi viele Klicks, viele Abos und Co. kriegt, wenn man halt immer permanent on track bleibt und permanent das Aktuellste der aktuellsten Themen bespricht, direkt dann, wenn es rauskommt. Und wenn ich sage, es wird irgendwas angekündigt, dann wäre es gut, wenn eine Stunde nach der Ankündigung oder zwei Stunden nach der Ankündigung das Video schon hochgeladen wäre. Dann produzierst du damit Klicks, aber da ich da irgendwie nicht so drauf stehe, außer es ist irgendein Thema, das mich mega hypt, dauert das halt meistens zu lange und dann kann es halt immer wieder vorkommen, dass Themen einfach schon irrelevant sind, bis ich halt irgendwie dazu komme, dass ich ein Video dazu mache. Deswegen schauen wir mal. Ansonsten Themen, die mich immer, oder Sachen, die mich immer hype, mache ich mega gerne Videos zu und bin auch mega hyped, dazu Videos zu machen. Zum Beispiel Patch 8.1 mache ich auf jeden Fall ein Video zu, das sollte irgendwann, I don't know, die nächsten Tage, Wochen irgendwann kommen, auf jeden Fall noch vor dem Patch-Release, hoffe ich halt zumindest, ich kann nichts versprechen, aber schauen wir mal, dass es ausgeht. Was alles im Patch drinnen ist, was man alles machen kann, wie die ganzen Catch-Up-Mechaniken funktionieren, wie zum Beispiel das mit dem Gear aufholen und Co., es gibt so viele Gear-Pushes, wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, das kommt alles ja dann erst mit der Season, weil im Endeffekt mit Patch, der Patch erscheint ja oder soll ja am 12. erscheinen, 12. Dezember, ist der vorerst angegebene Release, das kann sich natürlich jederzeit ändern. Der Raid und die nächste Season erscheint aber nicht gleich, weil wir haben ja jetzt quasi Season 1 von PvP und PvE in BFA und Season 2 erscheint ja, glaube ich zumindest persönlich, erst dann, wenn der Raid auch eröffnet, also die Schlacht um Dasar Alor, der, by the way, unaussprechlich geil aussieht bisher. Ich meine, ich bin kein Fan davon, von Instanzen oder Raids, die man Outdoor schon kennt. Also ich zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel jetzt? Hof der Sterne aus Legion. Man war die ganze Zeit schon in Surama unterwegs, hat dort gequestet und dann gehst du in die Instanz rein und siehst quasi nochmal das Gleiche. Oder diese Trivium Virat in Argus, da bist du auch vorher unterwegs, machst die Worldquest dann und dann gehst halt rein und bist wieder im Gleichen. Das gleiche bei Schlacht um Dasar Alor, wobei wir dort drinnen wenigstens Plätze sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das ist schon mal ein cooler Aspekt davon. Vor allem für Jaina, also Endboss. Und das macht aber die ganzen Mechaniken von den Bossen, macht das irgendwie wieder weg. Die Mechaniken sind teilweise so witzig gestaltet, das ist wirklich sehr, sehr nice.
Ich habe zwar selber die Mechaniken jetzt nicht gespielt, weil ich halt, ich gehe nicht Raid-Tests machen oder sonst irgendwas. Ich gehe auch nicht raiden normalerweise, außer halt mit Stream oder sonst was. Aber die Mechaniken sahen mega nice aus. Zum Beispiel Chainer und Co. war irgendwie witzig. Zum Beispiel Chainer-Mechanik ist irgendwie mega witzig. Oder ist mal was Neues. Ich meine, ist so eine Kleinigkeit, aber ist mal was Neues, dass wenn du Kampfrausch ziehst, dass sie Eis blockt. Also, wenn du jetzt irgendwie versuchst, sie zu bursten, dann geht sie einfach in den Eisblock und sittet da drin für die nächsten 10, 20 Sekunden. Ich meine, du profitierst noch ein bisschen vom KI, aber das hört sich vorerst irgendwie merkwürdig an, weil du damit ziemlich trollen könntest. Allerdings ist gerade für irgendwelche Mechaniken sehr cool, zumindest von dem, was ich mir denke, sagen wir mal so. Weil du könntest halt dann mal offensive Dinge, also wie zum Beispiel den Kampfrausch dazu benutzen, dass du den halt defensiv benutzt, wenn du sagst, keine Ahnung, wir lasten jetzt hier, um irgendwie den KR dazu benutzen, dass wir die Gruppe wieder getoppt kriegen oder keine Ahnung was. Eröffnet mal neue Dinge, ist halt cool. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwie mehr dazu kommt, vor allem mit dieser, wir haben ja jetzt die Insel-Expeditions-KI, die natürlich immer weiter ausgebaut wird, immer weiter verbessert wird. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, zu was die in irgendwie ein paar Jahren mal fähig sein wird. Vor allem dieses ganze AI-Zeug interessiert mich mega. Also jetzt außerhalb von WoW auch, aber ist mega interessant. Bin schon mega gespannt, was da noch bei rumkommt. Aber das werden wir dann noch im Verlauf sehen, weil mit 8.1.5 war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da kriegen wir ja diesen Arati-Backing-Brawl, also das ist ein PvP-Brawl und da spielen 15 Spieler gegen 15 KI, also 15 von den Insel-Expeditions-KI. Und die benutzen dann auch nicht diese Insel-Expeditions-Fähigkeiten, sondern die spielen dann 1:1 einfach eine normale Klasse, also der ist ja dann Magier oder sonst irgendwas. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie denn dort versuchen und wie sehr sie im Team spielen oder ob das dann irgendwie so eine komplette Verwirrung ist, dass wenn du irgendwas Bestimmtes machst, dass die dann alle irgendwie auf so einem kompletten Fleck zusammenstehen und dann irgendwie nichts mehr vorangeht oder so. Ob du die irgendwie auch am Friedhof farmen kannst oder ob die dann wirklich gut gegenhielen und so weiter. Ich bin halt mega gespannt, wie das läuft. Ich würde es mega witzig finden, wenn dich die KI mega rasiert einfach. Du überhaupt keine Chance hast, das WG zu gewinnen. Stell dir das mal vor, du wirst einfach von den Bots am Friedhof gefarmt, Alter. Das ist ja wieder so ein richtiges Feeling wie von so uralt Games. Wo die KI oder der Schwierigkeitsgrad immer so derart hoch angesiedelt war, dass du halt teilweise einfach nur frustriert nach Hause gegangen bist, weil du dich nicht mehr ausgekannt hast, was überhaupt gerade abgeht. Bin gespannt. Wäre mega witzig, wenn du das irgendwie selber justieren könntest, wie schwer das ist. Oder überhaupt so, was ich mir vorstellen könnte, was mit der KI halt irgendwie witzig wäre, wenn du Battlegrounds gehen könntest, alleine, sagen wir, oder halt du mit KI-Kollegen und einfach üben könntest. Also jetzt, sagen wir, wie soll ich das sagen? Sagen wir, du hast halt irgendwie Bock, eine Klasse zu lernen und willst halt irgendwie ein bisschen besser klarkommen im PvP oder sonst irgendwas. Und sagen wir, du bist an WSG unterwegs und dann ist halt 10 gegen 10 und du spielst halt mit 9 Kollegen mit 9 Bots und spielst halt gegen 10 Bots, wo du halt einfach ein bisschen rumprobieren könntest. Wo es jetzt keine Belohnung oder sonst irgendwas gibt, also wie so ein Kräftemessen, dass das Kräftemessen quasi mit dieser AI aufgefüllt wird, wenn es nicht voll ist, wo du halt ein bisschen rumprobieren kannst. Sowas würde mich mega interessieren auch. Brauche ich nicht die Larven auch? Ich bilde mir das ein, oder warum kenne ich die ganze Zeit? Doch, ich loote hier irgendwas von denen, oder ne? Meine Nase. Fucking Erkältung, immer noch. Oder? Doch, ich brauche das. Ich dachte mir schon, hä? Die werden dann parkiert schon wieder. Ich dachte, ich kann doch nicht seit mehreren Stunden hier diese Dinger killen und brauch sie gar nicht. Geht ja gar nicht klar. Nicht schon wieder. Ist ja nicht so, als würde mir das nicht dauernd passieren. Also die Rippchen brauchen wir auch noch. Hier gibt es ja das Rezept, genau. Aber ich finde das echt krass mit den EP-Nerfs. Ich bin wirklich schon gespannt, wie sich das dann levelt. Wie gesagt, ich habe ja dieses Timelapse-Video, das ich hoffentlich irgendwann noch die Woche hochlade. Und bin halt mega gespannt, wie sich das... Ups, jetzt habe ich nichts mehr. Achso, ich vergesse die Rune auch da. Also ich habe so eine komische Spech gerade drin. Ich bin halt mega gespannt, wie schnell sich das dann levelt im Vergleich. Ich muss sagen, ich meine, das war jetzt kein Speedlevel-Versuch. Das habe ich auch schon im Schurken-Let's Play gesagt. Also diese Level 20 bis 110-Geschichte hat 32 Stunden, glaube ich, nicht 34, gedauert, was verhältnismäßig langsam eigentlich ist. Normalerweise, ich schätze, du kannst...
sagen wir, 24 Stunden sind realistischer für den Levelbereich. Oder zumindest von 1 bis 110 sind realistischer 24 Stunden, wenn du halt nur dich auf Leveln konzentrierst und dich nicht irgendwie permanent ablenken lässt. Und natürlich immer die vor dem Spec schlechthin spielst, also jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn eine Spec halt mega performt, vor allem gut, im Low-Level unterscheidet sich das ziemlich stark. Aber man sollte da halt schon mit dem Trend dann auch mitgehen, wenn man halt nochmal ein bisschen schneller leveln will, aber im Allgemeinen gilt, spiel immer das, was dir Spaß macht. Macht natürlich das Ganze nochmal tausendmal angenehmer, als wenn du was spielst, was dich überhaupt nicht interessiert. Bin gespannt, was der Vergleich ist. Ich würde schätzen, dass man dann im Durchschnitt, wenn man gechillt levelt, also so wie ich im Timelapse-Video gelevelt habe, würde ich sagen, dass man circa 20 Stunden braucht nur noch, von 20 bis 110, also was ich da gelevelt habe im Video, im Gegensatz zu den 32 Stunden, weil overall die größten Nerfs sind in Burning Crusade und Co. Zum Beispiel, das ist auch ein Ding, wo ich zum Beispiel langsam war in Burning Crusade. Warum? Weil ich ziemlich gleichbleibend immer das Gleiche gemacht habe. Also ich habe versucht, nur zu questen im Großen und Ganzen. Ich habe zum Schluss halt Schätze und Co. gelootet dann, weil es eigentlich der gängigste Ding ist, was man in Warlords of Draenor macht, weil die Mob-HP und Co. so komisch skaliert sind. Aber es war quasi immer gleichbleibend. Also ich habe immer gequestet bis WOD hin. Und ab WOD und Legion habe ich dann halt noch Invasionen und so Stuff mitgemacht. Wenn man jetzt irgendwie effektiv leveln würde, dann würde man zum Beispiel ab 60 bis 80 eher Instanzen queuen, und zwar mit der Premade-Gruppe, also mit 5 Leuten, die alle Full-Account-Gear haben und wo du die Instanzen einfach schnell durchballern kannst, dann bist du nochmal 1000-mal schneller, als wenn du jetzt irgendwie Open-World-Questen gehst, weil eine Instanz, man hat es im Let's Play gesehen, wie viel das eigentlich an Erfahrung gibt, eine einzelne Instanz, und wenn du das dann nochmal exzessiv treibst, dann kannst du es nochmal so viel hochspeeden quasi, vor allem den Part, der so lange dauert. Und der Part wird gerade am massivsten genervt. Das heißt, wenn du nachher die Instanzen machst, du müsstest so derart schnell da durch sein. Das ist halt abnormal. Ich schätze mal, dass du pro Instanz wahrscheinlich mehr als 1,5 Level machen wirst in Burning Crusade nach dem Nerf. Mit vollem Account gehen natürlich, also mit Ringen, mit beiden Ringen und Co. Bin schon mega gespannt. Es kommen ja auch irgendwie neue Account-Teile noch, aber das kommt erst irgendwie mit 8.2. Aber das sind schon Slots, die wir schon bereits haben, nur halt mit anderen Starts und Co. Bin gespannt, ob man die für irgendwelche speziellen Situationen dann nutzen kann. Aber das werden wir dann noch rausfinden. Ich meine, bis dahin ist es noch ein Weilchen und bis dahin kommen sicher auch noch mehr als genug neue Informationen. Weil, wie auch schon in dem BlizzCon-Video gesagt, sie werben halt nur mit den aktuellsten Infos immer, weil es macht halt keinen Sinn, jede Kleinigkeit dort vorzustellen. Und sie haben auch nicht die Zeit dafür, dass sie jede einzelne Kleinigkeit von den Patches, die sie durchgeplant haben, direkt in der einen Stunde, oder nicht mal eine Stunde, ich glaube, das waren nur 45 Minuten oder 30 Minuten oder so irgendwas auf der BlizzCon, wo das angekündigt wird. Da kommen sicher noch zahlreiche Dinge, die dann durch Data Mining und Co. kommen, und da werden wir sicher nochmal drüber reden. Das ist auch ein Problem. Ich würde so bei solchen Videos immer gerne machen, wo ich halt mega abnörde, aber meistens passiert sowas halt entweder offstream, wenn diese BTA-Builds gerade hochgespielt werden, oder es passiert im Stream. Oder was heißt Offstream? Würde es eigentlich gehen, dass ich es mache, aber das kommt dann immer drauf auf die Zeit drauf an, wo es sich lohnt. Wenn ich sage, das wird jetzt irgendwie am Freitag, der neue BTA-Build kommt am Freitag oder so, dann denke ich mir, dann mache ich kein Video, weil da rede ich dann im Stream drüber. Ich sollte halt wirklich mehr so Highlight-Sachen machen, ich weiß auch nicht. Ich würde so viel mehr Content uploaden auf YouTube, wenn ich halt einfach nicht so eine, wie soll ich sagen, ich werde es in Zukunft ein bisschen machen, zumindest so Highlight-Stuff von YouTube hochladen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Ich habe damit angefangen am Anfang mit YouTube und habe einfach den Content strikt voneinander getrennt, also das, was auf YouTube erscheint, das ist halt nicht das, was auf Twitch passiert normalerweise. Ich weiß nicht, ich habe das immer gern distanziert voneinander, aber vielleicht sollte ich das einfach mal mehr kombinieren. Das ist ja heute auch gang und gäbe, wenn du die anderen YouTube-Kanäle ansiehst. Es ist ja da einfach 50% nur noch irgendwelche Twitch-Highlights oder sonst irgendwas. Aber ich will halt immer noch irgendwie spezifischen Content, den es halt nur auf YouTube gibt, trotzdem noch. Also zusätzlich zu den Highlight-Dingern. Nur es kann halt sein, dass wenn ich zu viel uploade, dass es halt viele abschreckt. Ich weiß ja nicht, wie das dann bei euch ist, ob da dann permanent irgendwie diese die Alarmglocke läutet.
dass irgendwie ein neues Video da ist bei jeder Kleinigkeit, was ich irgendwie hochlade, und das will ich dann halt irgendwie auch, ne? War das schon Kristall? Okay, jetzt müssen wir da in die Mitte gehen. Dann verschaffen wir uns da mal Zugang. Deswegen mal schauen, wie wir das vielleicht in Zukunft regeln könnten. Ist das ein Rare? Ne, Matriarchin. Transmog. Anlegen, ja. Nice. So, Kristall, empowern. Achso, das sind diese weirden Quests hier unten, genau. Die habe ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Egal, da müssen wir durch. Ja, aber wie gesagt, schauen wir einfach mal in Zukunft, ob ich da irgendwie dann diese Blockade loswerde und dann halt schauen kann, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr verschiedene oder kombinierte Inhalte quasi hochlade, wo ich auch auf Twitch irgendwie schon drüber geredet habe. Aber da ich meine Audienz quasi überall, im Gegensatz zu anderen oder zu vielen anderen Streamern und YouTubern im deutschsprachigen Bereich, bringe ich meine Audienz quasi überall hin. Also ich ziehe irgendwie meine ganze Audienz auf die Plattform einfach immer mit. deswegen ist halt die Frage, ob es dann halt so interessant ist, wenn ich darüber schon gesprochen habe im Stream. Und ich merke halt immer, wenn ich irgendwie im Stream über ein Thema exzessiv schon spreche und halt mit den Leuten dort rede und so weiter, dass es halt dann nicht mehr ganz so gut ankommt, wenn ich halt im Video nochmal irgendwie das gleiche Thema quasi behandle. Aber gut, meistens behandle ich die Themen halt einfach nur in den Let's Plays. Kann auch daran liegen, dass viele Let's Plays einfach nicht interessieren und die meisten einfach nicht draufdrücken, weil sie ja denken, ja, ich habe nur so ein random Let's Play, aber normalerweise rede ich halt immer über irgendwelche Themen, die teilweise nicht unbedingt mit dem Spiel zu tun haben müssen, sondern einfach über irgendwas, was ich gerade Bock habe. Aber gut, das kann man ja aus Außenstehenden nicht wissen. Ich sollte einfach die Videos irgendwie anders vermarkten, betiteln, was auch immer. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle gerade. Ist jetzt nicht so wichtig. Kann mich nicht beschweren, mein YouTube-Channel ist so massiv gewachsen dieses Jahr. Natürlich, jetzt ist es wieder ein bisschen, oder jetzt ist halt stark rückläufig, weil es stagniert halt gerade der Content, gibt gerade nicht so viel zu tun im Game. Das ist halt immer so ein, wie soll man sagen, kommen und gehen. Jedes Mal, wenn irgendwie, ich meine, es hat einfach schon, seitdem man so viele verschiedene Spiele auf dem Markt hat, ist es einfach normal, dass die Leute halt immer, ein neuer Patch kommt, spielen halt 4 Wochen und dann sind sie halt wieder weg. Das ist halt ganz normal heutzutage. Ich meine, ich spiele auch gerne andere Spiele nebenbei, einfach weil es halt Spaß macht und einfach weil ich ein bisschen Variation haben will. Aber mein Abo läuft halt permanent, aber andere sind halt nicht so ein Hardcore-Nerd in einem Game wie ich. Und spielen halt gerne viel verschiedene Spiele, kann man ja keinem vorenthalten. Gibt halt so viele nice Games auf dem Markt. Ich habe mal neugierig, wie viele Spiele insgesamt auf der ganzen Welt schon entwickelt wurden jetzt. Also jetzt nicht auf Steam oder so vermarktet werden, sondern insgesamt die Spielanzahl, die auf dem Markt sind. Also jetzt von gepublishten Games generell, also jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, Hubert irgendwas hat zu Hause ein Game gemacht oder so. Das ist schon irgendwie fix vermarktet und selbst wenn es Indie-Games sind, also irgendwie schon fix vermarktet wurden. Das würde mich mal interessieren, muss ich mal durchgoogeln. Das ist ein interessantes Thema. So, was brauchen wir hier noch? Schlangenfleisch. Da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen gerade. Schlangenfleisch brauchen wir gerade noch ein Stück. Dann haben wir nämlich das Makar-Rezept-Dinge noch fertig. Oh. Wombo-Gombo. Genau, da kriegt man nämlich hier diese Rippchen, der Mognatal und das Rezept Knusperschlange. Das Witzige ist, wenn man die Quest abgeschlossen hat, kann man beim Händler diese Rezepte immer wieder kaufen. Und es gibt so viele Leute, die diese Rezepte immer wieder resellen im Auktionshaus und teilweise gar nicht wenig Gold macht dafür. Wenn du sagst, du kaufst das hier für 50 Silber oder so und die verkaufen das teilweise zwischen 60 und 250 Gold oder mehr, ist kein schlechtes Geschäft. Ich meine, heutzutage kaufen es nicht mehr ganz so viele, wobei einige, die halt Erfolge haben. Also ist auf jeden Fall noch ein beliebteres Rezept, sagen wir so. So, das haben wir auch fertig. Gut, dann nehmen wir da vorne noch die Quest an von Derdrock und dann lassen wir es hier vorerst mal gut sein und machen dann hier das nächste Mal weiter. Oder wir machen vielleicht das nächste Mal Instanzen. Oh mein Gott, dieser Husten. Es tut mir so leid für alle, die das triggert. Einfach Kanal deabonnieren. okay, das war's. Nee, lassen wir es gut sein. Nächstes Mal machen wir vielleicht Instanzen und schauen uns mit der Community nochmal den einen oder anderen Dungeon an. Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mir Briefe schicken möchtet in-game, könnt ihr gerne jederzeit machen. Auf dem Server Rexa oder Lerien einen Charakter erstellen und dann Shyamidino auf Seite der Horde schicken. Und ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, auch jederzeit ab damit in die Kommentare. Vergesst auch nicht, meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links bin unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.